Herzlich willkommen, Kieferfreunde. Wir leben einen kieferfreundlichen Lifestyle im digitalen Zeitalter. Heute geht es um die Ursachen von Kieferstress. Was ist die erste Ursache von Kieferstress? Wie es der Name schon sagt, der Stress. Haben Sie Stress? Fühlen Sie sich gestresst? Wer nicht? Warum führt Stress zu Kieferstress? Stellen Sie sich vor, viele der Muskeln im Mundkiefer- und Gesichtssystem, und davon haben wir 51 Stück, sind sogenannte Stressmuskeln. Das heißt, sie reagieren auf Stress mit Anspannung. Und bleibt dieser Stress dann bestehen, kommt es zur Verspannung und zu unterschiedlichen Symptomen. Wie kann das sein? Diese Auswirkungen des Stress auf den Kiefer ist eine normale körperliche Reaktion. Das hatte bereits der Höhlenmensch vor tausenden von Jahren. Stellen Sie sich vor, der Höhlenmensch trifft auf einen Säbelzahntiger. Der Säbelzahntiger steht vor dem Höhlenmensch und fletscht die Zähne. Was tut der Höhlenmensch? Er beißt die Zähne aufeinander, um seinen Kiefer zu schützen. Denn was würde passieren, wenn der Mund offen ist und der Säbelzahntiger würde ihn im Gesicht erwischen? Der Kiefer wäre wahrscheinlich gebrochen. Und nachdem es in der Steinzeit noch keine Kieferchirurgie gab, wäre der Höhlenmensch mit großer Sicherheit verhungert. Diese körperliche Reaktion hatte nicht nur der Höhlenmensch damals, sondern die haben wir heute immer noch. Nur ist es jetzt nicht der Säbelzahntiger, sondern vielleicht der Chef oder der Kunde, der Mitarbeiter, der Kollege. Und was passiert, wenn wir gestresst sind oder emotional belastet sind? Wir beißen die Zähne aufeinander und beißen uns durch die Probleme, durch die stressigen Zeiten. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Höhlenmenschen damals und uns heute. Der Höhlenmensch hat sich körperlich abreagiert. Das heißt, er hat entweder mit dem Säbelzahntiger gekämpft oder er ist geflüchtet. Das heißt, er hat sich körperlich abreagiert, hat den Stress wieder abgebaut, der Kiefer war entspannt und alles war wieder gut. Das ist jetzt der große Unterschied zu uns heute. Oder würden Sie sich mit Ihrem Chef prügeln oder vor dem nervigen Kunden davonlaufen? Es ist nicht möglich. Was tun wir? Wir bleiben in dieser Anspannung, in diesem Stress sitzen, beißen die Zähne aufeinander und harren aus. Das Problem ist immer dann erst, wenn diese Spannungen im Kiefer nicht mehr aktiv gelöst werden. Was ist die zweite Ursache von Kieferstress? Eine intensive Nutzung digitaler Medien. Genau, das Smartphone, der Laptop, vielleicht kennen Sie das, wischen am Smartphone, schreiben am Laptop und man fühlt sich nachher richtig verspannt. Kennen Sie das Gefühl? Ja? Die intensive Nutzung, also stundenlanges Schreiben am PC oder Wischen am Tablet, am Smartphone, führt zu Kieferstress. Wie kann das sein? Das stammt aus der embryonalen Entwicklung. Also wenn der Mensch noch ein Embryo ist, dann entsteht ja der Körper quasi aus verschiedenen Keimblättern. Und der Mund-Kiefer-Gesichtsbereich und die Hände entstehen aus einem Keimblatt, weshalb sie einfach auch in der Großhirnrinde als Erwachsener noch miteinander verbunden sind. Das sieht man sehr gut, wenn man beispielsweise Kindern beim Zeichnen zusieht. Haben Sie das schon mal gesehen, wenn ein Kind zeichnet? Oder eine schwierige Form ausschneidet? Oder wenn Sie heute noch eine Nadel einfädeln, spitzen wir die Zunge. Das heißt, feinmotorische Tätigkeiten, die wir mit den Händen ausführen, sind immer kombiniert mit Bewegungen, Parabewegungen, Mitbewegungen im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich. Das hat man auch gesehen in der Neurologie, wenn man in der Großhirnrinde den Bereich der Hände stimuliert, wird der Mund-Kiefer-Gesichtsbereich mitstimuliert. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, wenn Sie digitale Medien intensiv nutzen, achten Sie darauf, immer wieder die Hände und auch den Kieferbereich zu lockern, um den Kieferstress wieder etwas zu lindern.
Was ist die dritte Ursache von Kieferstress? Die dritte Ursache von Kieferstress ist eine falsche Zungenposition, eine falsche Zungenruhelage. Wie kann das sein? Dazu möchte ich Ihnen ein kurzes Bild geben, zeigen. Stellen Sie sich vor, es gibt ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, das trägt den Namen Mensch GmbH. Die Mensch GmbH funktioniert wunderbar, denn sie hat sehr, sehr viele hochspezialisierte Mitarbeiter. Da wäre einmal beispielsweise die Frau Zunge. Die Frau Zunge ist dafür da, in Ruhe, das heißt, wenn sie gerade nicht fürs Sprechen oder fürs Essen gebraucht wird, den Unterkiefer zu stabilisieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Unterkiefer nicht nach unten fällt und wir mit offenem Mund durch die Gegend laufen müssen. Dann gibt es noch den Herrn Kaumuskel. Der Herr Kaumuskel ist dafür da, die Nahrung zu zerkleinern. Der Herr Kaumuskel ist ein sehr starker Typ, denn er bringt sehr viel Kraft auf, um auch wirklich jedes Lebensmittel zu einem Speisebrei zu zerkleinern. Was ist jetzt das Problem, wenn die gute Frau Zunge in den Urlaub geht? Wenn die gute Frau Zunge in Urlaub geht, dann bleibt diese Aufgabe, nämlich den Unterkiefer zu stabilisieren, offen. Das funktioniert aber nicht in der Mensch GmbH. Es müssen alle Funktionen irgendwie übernommen werden. Und der gute Herr Kaumuskel ist ein sehr sozialer Typ. Er denkt sich, oh, ich bin sehr stark, ja, und schafft das schon. Das heißt, er spannt sich an und stabilisiert damit den Unterkiefer. Was passiert aber? Dadurch, dass er keine Ruhephasen zwischen den anstrengenden Kaubewegungen hat, gerät er schön langsam ins Burnout. Er verspannt und fängt vielleicht an zu schmerzen. Was ist also wichtig, wenn wir Kieferstress aufgrund einer falschen Zungenruhelage haben? Wir müssen die gute Frau Zunge wieder zurückholen aus dem Urlaub, damit sie wieder in die richtige Position sich bewegen kann und damit den Unterkiefer stabilisiert. Erst dann kann der gute Herr Kaumuskel wieder entspannen und sich wieder seinen normalen Tätigkeiten widmen. Das ist auch genau das, was wir beispielsweise mit Kieferfreund tun. Sie kennen jetzt also die drei häufigsten Ursachen für Kieferstress. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige neue Einblicke in das spannende Thema Kieferstress und Kieferfreund geben. Stay free and happy now and every day. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.